Hallo Edelmetallfreunde, Freunde der Wahrheit, ich melde mich aus Afrika zurück. Ich kann Ihnen sagen, das war eine spannende Reise. Und weitere Informationen gibt es bald hier. Interview und Artikel werde ich Ihnen noch nachliefern. Heute aber erstmal zu einigen Top-News. Worum geht es? BRICS-Goldwährung auf dem Wege, Giftwasser in Amerika und einige Nachrichten aus Chaosland. Fangen wir an mit dem Giftwasser. In einer am Mittwoch vom US Geological Survey veröffentlichten Studie wird geschätzt, dass mindestens 45% des Trinkwassers in den Vereinigten Staaten durch schädliche Per- und Polyfluoralkylsubstanzen verunreinigt sind, wobei die meisten Konzentrationen in der Nähe städtischer Gebiete auftreten. Nach Angaben des USGS handelt es sich bei PFAS um synthetische Chemikalien, die in einer Vielzahl von Gebrauchsgegenständen verwendet werden, zum Beispiel in antihaftbeschichteten Pfannen, Feuerlöschschaum, fettbeständigen Lebensmittelverpackungen und vielem mehr. Es dauert lange, bis sie sich abbauen und sie werden gemeinhin als ewige Chemikalien bezeichnet. Die Studie untersuchte 716 verschiedene Orte im ganzen Land und fand in etwa 75% des Leitungswassers in städtischen Gebieten und in 25% des ländlichen Gebietes PFAS im Leitungswasser. Es gibt über 12.000 Arten von PFAS und in der Studie wurden nur 32 von ihnen getestet, da nicht alle mit den derzeitigen Tests nachgewiesen werden können. Zu den Gebieten mit höherer Konzentration gehören die Great Plains, die großen Seen, die Ostküste sowie Zentral- und Südkalifornien. Kommen wir nach Deutschland. Zuerst eine gute Nachricht. Mitarbeiterin enthüllt, ARD und ZDF stehen vor dem Aus. Im Medienmagazin des RBB hat eine anonyme ARD-Mitarbeiterin ihrem Frust freien Lauf gelassen. Sie erhebt schwere Vorwürfe gegen die Führung der Öffentlich-Rechtlichen. Die Sender selbst seien nicht mehr reformierbar. ARD und ZDF würden sich gegen Strukturveränderungen und echte Reformen sträuben. Berechtigte Forderungen aus Politik und Gesellschaft seien nicht umsetzbar. Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland beschreibt die Mitarbeiterin mit einem riesigen Tanker. Die Führung trinkt Champagner, isst Canapés und fühlt sich sehr wichtig. Unter Deck würden sich die Galeerensklaven befinden, die um ihr Leben rudern. Ab und zu würde ihnen Wasser und Brot heruntergereicht. Die Sender hätten sich trotz Rekordeinnahmen über den Rundfunkbeitrag kaputt gespart. Wenn Probleme ans Licht kommen, wie im Fall der entlassenen RBB-Intendantin Schlesinger, dann würden einfach ein paar Sklaven über Bord geworfen. Ihr zufolge werde es jetzt aber nicht mehr lange dauern, bis das Ding untergeht. Zum Energiewahnsinn. Berechtigte Kritik aus Frankreich. Frankreichs Energieministerin Pannier-Runacher übt scharfe Kritik an der deutschen Energiepolitik. Es ist ein Widerspruch, einerseits massiv französischen Atomstrom zu importieren und andererseits jeden Text und jede Gesetzgebung in der EU abzulehnen, die den Mehrwert dieser kohlenstoffarmen Energieform anerkennt, sagte Pannier-Runacher dem Handelsblatt. Deutschland riskiert mehr und mehr von der Atomenergie seiner Nachbarn abhängig zu werden. Seit Mitte April haben die französischen Stromlieferungen nach Deutschland stark zugenommen. Ob und wie weit diese Entwicklung mit der Abschaltung der letzten drei deutschen Atomkraftwerke am 15. April zusammenhängt, lässt sich nach Einschätzungen von Fachleuten zwar nicht eindeutig sagen. Der jüngste Trend wirft aber die Frage auf, ob sich Deutschland in Zukunft stärker auf Stromlieferungen aus dem Ausland verlassen muss. Dann gab es ja das Urteil zum Heizgesetz vom Bundesverfassungsgericht, aber die Regierung scheint einfach weitermachen zu wollen. Mehrere Verbände sind sauer, dass die Ampelkoalition das Heizgesetz nicht weiter verändern will. Dabei hatten SPD, Grüne und FDP zuvor extra Experten um ihre Meinung gebeten, was noch geändert werden sollte. Und das Bundesverfassungsgericht hatte vergangene Woche angemahnt, der Bundestag benötigt mehr Beratungszeit für das Gesetz, um gegebenenfalls weiter nachbessern zu können. Doch das lehnt die Ampel bislang kategorisch ab. Besonders empört ist Axel Gedaschko. Er ist Chef der Wohnungswirtschaft und sagt zu Bild, das Verhalten der Ampel ist extrem verstörend. Es gab bei der Expertenanhörung zahlreiche Nachbesserungsvorschläge, nichts davon wurde aufgenommen. Jetzt hat Gedaschko einen brisanten Verdacht. Er glaubt, die Ampel habe beim Heizgesetz vorher abgesprochen, nichts mehr ändern zu wollen. Damit war die Expertenanhörung eine Farce. Für Kai Wernicke, Präsident des Eigentümerverbandes Haus und Grund, ist nicht begreiflich, wieso die Regierung viele Anregungen schlicht nicht beachte. Wernicke zu Bild, es kann doch nicht sein, dass die Ampel die wichtigsten Verbesserungsvorschläge vieler Experten einfach ignoriert. Sie macht damit das Gegenteil dessen, was das Verfassungsgericht verlangt. Mittlerweile muss man ja fast schon glauben, dass Kalkül dahinter steckt. Zu einem weiteren Flop, den man auch hätte kommen sehen können. Wirbel um elektronische Patientenakte.
Der Bayerische Facharztverband appelliert an alle Kollegen und Bürger des Landes, eine beim Deutschen Bundestag eingereichte Petition zu unterschreiben. Damit soll erreicht werden, dass elektronische Patientenakten, in Klammern EPA, nur für Versicherte angelegt werden, die ausdrücklich ihr Einverständnis hierzu erteilt haben. Grund für den Aufruf des Verbandes sind die jüngsten Hackerangriffe auf die Barmer Ersatzkasse. IT-Dienstleister sind im Gesundheitswesen lohnenswerte Ziele für Cyberkriminelle. Bündeln sie doch die Daten mehrerer großer Krankenkassen. Jedes Mal wurden aber neben den persönlichen Daten der Versicherten auch deren Krankenversicherungsnummern und Bankverbindungen entwendet, heißt es in einer Pressemeldung des Verbandes. Es könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Daten im Internet verwendet werden oder Dritte sich als die betroffenen Personen ausgeben. Die Petition geht zurück auf die Westfälische Initiative zum Schutz von Patientendaten. Die derzeit von der Regierung geplante Regelung, auch als Opt-out bezeichnet, sieht vor, dass für alle Bürger eine elektronische Patientenakte angelegt wird, es sei denn, sie widersprechen. Gleich kommen wir zum wichtigsten Thema für heute, der möglicherweise goldgedeckten BRICS-Währung. Zunächst aber vielen Dank unserem heutigen Videosponsor Aurex Biomining. Lithium und Gold in Österreich und sogar in guten Konzentrationen, also gehalten. Weitere Infos in der Box unter dem Video. Kommen wir zum Gold. Es wird verstärkt aus dem Westen abgezogen. Zentralbanken ziehen Goldreserven aus dem Ausland ab. Die Entscheidung vieler westlicher Staaten, russische Vermögenswerte einzufrieren, hat nun auch einige Zentralbanken aufgeschreckt. Sie kaufen nun vermehrt physisches Gold, welches im Land gelagert wird und nicht mehr Derivate oder Fonds, die den Preis nur abbilden. Das geht aus einem Bericht der Financial Times hervor. Laut einer Umfrage des Vermögensverwalters Invesco haben Zentralbanken weltweit im Jahr 2022 und bis ins erste Quartal dieses Jahres Rekordkäufe von Gold getätigt, um sich vor hoher Inflation und volatilen Anleihekursen zu schützen. Fast ein Fünftel dieser Summe entfiel auf China und die Türkei. Weitere bedeutende Goldkäufe entfielen auf Singapur, Indien und die Zentralbanken im Nahen Osten. Die Invesco-Umfrage ergab, dass 68% der Zentralbanken einen Teil ihrer Goldreserven im Inland halten, gegenüber 50% im Jahr 2020. In 5 Jahren soll diese Zahl auf 74% steigen, so die Umfrage. Kurz nachdem Moskau mit seiner umfassenden Invasion der Ukraine begonnen hatte, kündigten die EU, USA und andere G7-Länder an, die russische Zentralbank mit Sanktionen zu belegen und sie daran zu hindern, auf Reserven im Ausland im Wert von rund 300 Milliarden Dollar zuzugreifen. Laut einer Umfrage unter 57 Zentralbanken und 85 Staatsfonds waren viele Staatsanleger besorgt über den Präzedenzfall, der durch die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte geschaffen wurde. Und unter den gerade genannten Ländern, die Gold abziehen, sind natürlich auch BRICS-Länder. Und jetzt scheint es für den Westen knüppeldick zu kommen. Neue BRICS-Handelswährung, der Goldstandard, kommt zurück. Die BRICS-Länder haben schon vor einiger Zeit verlautbaren lassen, an einer neuen gemeinsamen rohstoffgebundenen Handels- bzw. Reservewährung zu arbeiten. Details dazu gab es bisher allerdings nicht. Bis heute. Denn die russischen Staatsmedien verkündeten bereits, dass diese neue Währung, die beim BRICS-Gipfel im August im südafrikanischen Durban vorgestellt werden soll, an Gold gebunden sein wird. Und diese wird wohl nicht nur von diesen 5 Staaten verwendet. Den Meldungen zufolge gibt es bereits ganze 41 Staaten, die Mitglied einer künftigen BRICS Plus sein möchten und damit auch ein Zeichen gegen den US-geführten Westen setzen. Die offizielle Ankündigung wird voraussichtlich während des BRICS-Gipfels im August in Südafrika erfolgen, berichtete Kitco am Wochenende. Auf den ersten Blick klingt das nach einer neuen Transaktionseinheit, die mit Gold unterlegt ist, nach gutem Geld, und sie könnte in erster Linie eine große Herausforderung für die Hegemonie des US-Dollars sein, sagte Thorsten Polleit, Chefvolkswirt bei Degussa. Er fuhr fort, damit die neue Währung so gut wie Gold ist, also eine wirklich solide Währung, muss sie bei Bedarf in Gold konvertierbar sein. Ich bin mir nicht sicher, ob dies den Vorstellungen Brasiliens, Russland, Indiens, Chinas und Südafrikas entspricht. Die Verwendung von Gold als Geld, als Rechnungseinheit, wäre ein echter Wendepunkt, daran besteht kein Zweifel. Es könnte zu einer starken Abwertung vieler Fiat-Währungen gegenüber dem gelben Metall führen, einschließlich der Fiat-Währungen der BRICS-Staaten. Und die Warenpreise in Fiat-Währungen in die Höhe treiben. Es könnte ein Schock für das globale Finanzsystem sein. Ich bin mir nicht sicher, ob dies die Absicht der BRICS ist. Es bleibt also interessant, in welche Richtung sich das Ganze in den kommenden Monaten und Jahren entwickeln wird. Einen Linkhinweis zu dem Thema finden Sie noch in der Box. Das Zitat für heute. Damit bin ich am Ende für heute. Wir sehen uns vermutlich am Freitag nochmal wieder.
Bis dann, machen Sie es gut. Tschüss.